Gattl- und Berkel-Fans. Das ist der letzte Tag vom Jahr heute. Wir sind da auf unserer Hausbergrunde unterwegs, ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen vom heurigen Jahr einfangen. Vor mir in Blickrichtung das Rennfeld, oben sowie hier unten liegt schon Schnee, aber nicht viel momentan. Grüß euch, liebe Gartl- und Berkel-Fans. Wir sind heute bei unserem Silvesterspaziergang und möchten zusammen mit ein paar coole Aufnahmen und einem kleinen Video bedanken, dass euch unsere Büttel, unsere Videos anschaut und anhurcht und weiterhin auch, hoffen wir, dass ihr fleißig kommentiert und uns abonniert und auf ein erfolgreiches Jahr 2018. Mittlerweile steigt der Bodennebel über die Alpen auf, jetzt der holt uns mittlerweile schon ein. Das sind schöne Ausblicke. Der Nebel im Mürztal zieht. Das Nebelmeer quasi, ne? Schaut super aus. Aber leider sind wir da ein bisschen zu nieder. Jetzt stehen wir genau an der Grenze zwischen Nebel und Sonne. Ja, liebe Gartl- und Berkel-Fans, die Runde sind wir fertig gegangen. Es war ein super schöner Spaziergang, Silvester-Spaziergang. So was sollte man generell ein bisschen öfter machen. Da kommen wieder neue Ideen. Das Verkrampfte, der Stress vom Alltag löst sich durch die Bewegung. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man in einer so einer geilen Gegend wohnen, dass wir gar nicht ganz anders hinfahren müssen. Bei uns ist zum Beispiel so, wir sind binnen 30 Meter in der Natur. Dann können wir im Prinzip stundenlang gehen auf die eine Seite und wenn wir auf die andere Seite gehen, sind wir in 3 Minuten in der Stadt und haben auch alles nachher. Und da hinten kommt sie dann auch schon. Das ist immer so ein Nachzögler, wenn es um die Foto geht. Rennt man da davon? Grüß euch!
So schaut es auf der anderen Talseite aus. Da ist Schwerindustrie. Das ganze Mürztal ist da voll voll. Aber wir sind es gewohnt, wir leben da und wollen, glaube ich, auch nirgends anders leben.